Und willkommen zu Path of Exile, wo ich ja dauernd die Zeit ja absolut vergesse. Bei Diablo ist mir die Zeit ja irgendwie noch, ne? Aber weil ich hier das ganze Spiel ja auch nicht kenne und ich überhaupt nichts planen kann, ist das noch komplizierter für mich mit so der Zeit und so. Puh, okay. Aber wirklich schwer fand ich es bisher tatsächlich noch nicht. Better Red Helm, Darkwood Scepter of Excitement. Nö. Ja. Yep. Ich brauche doch meinen Cleave. Also ohne Cleave geht's gar nicht. Sonst mache ich Beef. So. Da haben wir ihn wieder. Acht bis 17 macht hier in Einhand. So langsam kommen wir an stärkere Waffen ran, würde ich mal sagen. Wir haben unsere nun auch schon eine ganze Weile. Proves the quality of a weapon. Large mana flask of during. Increased Armor and Energy Shield. Lightning Resistance 4 und 5. 10 und 4. 10 Energy Shield nur, okay. Weniger Armor, aber Physical Damage on Attacks. Increased Energy Shield, Maximum Energy Shield. Increased Rarity, okay. Cold Resistance Life, das ist mehr, das ist besser. Ja, der Fireball ist ja extrem wichtig. Ja, wie gesagt, mit der Waffe müssen wir ja mal gucken. So langsam finden wir Einhänder, die annähernd so gut sind. Ne? Das wird langsam eng. So, Sell Items. Puh. Was haben wir denn hier gefunden? Frostwall. Das würde ich noch behalten. Akzeptieren wir das erstmal. Ja, machen wir hier mal einen Frostwall rein. Genau. 3. Aha. Was auch immer. So, jetzt haben wir da links alles voll. You can't level up this game because you need requirements. Ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen leveln, dann geht das auch. So, the lower prison. Gibt es dann wahrscheinlich noch the upper prison und sonst was prison. Wir müssen gleich sowieso noch mal in die Stadt. Das rieche ich schon bis hierhin. Das siehst du? Das ist zu viel Kram. Was ein Langschwert, also was ein langes Schwert. Ich sag ja, die nächste halbe Stunde, ne? So, meine Lieben. Scroll of Wisdom. Aber schön zu wissen, dass die hier auch ein PvP-System drin haben. Das teste ich bei Gelegenheit nochmal aus mit Gegnern, die auch ein bisschen was sich wehren können, ne? So, Seething Medium Mana Flask of Heat. Jetzt ist aber mal gut hier. Gucke mal, 7 bis 17, 10 bis 21. Huch, was ist denn nun los? Increase Physical Damage. Physical Damage adds Lightning Damage. Mhm.
Increase Attack Speed. Accuracy. Also ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir uns, also die hebe ich mir auf. Und wenn wir nochmal eine gute Einhänder bekommen, nehmen wir zwei Einhänder mit. Doom Guardian, das geht gerade nicht so. Nee. 11 bis 25 ist natürlich auch flauschig. Ja. Geht. Also den hebe ich mir auf. Wir haben ja jetzt eine große Stash, die können wir auch mal benutzen. Man wird ja echt zugeschissen, ne? Ist mir das schon mal aufgefallen? Was ist das denn hier schon wieder? Brauche ich nicht. So, Orb of Alteration, Properties, Magic Item, Improves, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Upgrades a Normal Item to a Magic, ich habe so viel Kram. New Random Properties, das können wir ja noch behalten. So. Jetzt haben wir es endlich. So, jetzt müssen wir hier noch Brutus killen. Wo ist Brutus? Genau, hier waren wir. So, das ist doch auch The Upper Prison. Ja, woher habe ich das nur geahnt, ne? Das ist wahrscheinlich dann das da und danach sind wir hier mit Akt 1 durch, oder wie sehe ich das? Explore the Prison, kill Brutus. Ist der überhaupt hier in dem oder ist der im Upper Prison? Jetzt geht das Gesuche los, ne? Was ist denn hier los? Lustig. Tja, Mensch. Gefängnis ist halt auch nicht gerade clean, ne? Explore the prison and kill Brutus. Nur das ist halt so vage. Prison ist hier und oben und... Huch, wir haben jetzt den Hebel gezogen. Aua! Das tut ganz schön weh, ne? Das ist auch eine gemeine Geschichte hier. Wie schnell ist das Ding? Uff, schnell. So, jetzt kommen wir hier aber durch. Das ist ja eine gemeine Falle. Hier oben muss es doch was geben. Na, wie ich sowas liebe, ne? Aua. Weg da.
Weg. Das war nicht leicht. Nett. Was ist das denn? Trial Plague. The prison completed, unknown areas, ohne Ende. Also gibt's da noch mehr von, bis wir da irgendwas für kriegen, okay? Was? Ach, das war dieses Übungsgelände? Hm, schön. Nerv mich nicht. Solve the trials of Ascendancy. Ja, the Lord's Labyrinth. Ascendancy ist ja das ganze Spiel. The Cage Brutus, Way Forward, the Lord's Labyrinth. Solve all trials of Ascendancy to access the Lord's Labyrinth. Okay, das war nicht leicht, aber okay. Muss auch mal sein, ne? Haben wir geschafft. So, nun finde ich hier immer noch nicht Brutus. Wahrscheinlich suche ich mir hier unnötig einen Ast, weil der Brutus sowieso im Upper ist und nicht hier unten. Ganz wahrscheinlich, weil ich habe jetzt, glaube ich, alles gemacht, was hier geht. Nur hier, da ist noch was. Also nichts ist hier. Nett. Nervenkopf. Gut, also wir haben scheinbar oben den Brutus, nicht hier unten. Schön, dass ich hier alles so erkundet habe. Aber sonst hätten wir ja auch eben dieses Ding da gar nicht gefunden. Hier sind keine Viecher, das klingt so nach Endgegner. Da kommen sie aber schon, um mich zu beruhigen. Nervenkorb. Das ist aber alles so weitläufig und gar nicht mehr so labyrinthisch. So weit riecht immer nach Endboss. Ne? Merkt er auch. Och nö. Falsche Richtung. Da in der anderen Richtung ist auch noch eine Tür. Also hier ist jedenfalls genug Platz für irgendeinen Brutus. Und du hier, Diabolist. Schon wieder Sawbones. Sägeknochen. Schon wieder so ein Nervensägen-Ding. I cannot carry anymore. Och Mann. Wir sind aber auch immer schnell voll. Ah. Geschicklichkeit brauchen wir. Ja, das bringt hier ja nichts.
Brauchen Geschicklichkeit für. Was ist das? Ein Katana? Whalebone Rapier of Success. Mhm. Wen haben wir denn da? Increased. Mhm. Mhm. Nö. 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 8 auf Stärke, increase up. Lightning Resistance. Stun Recovery, Reflex 2, Physical Damage. Okay, und der hier hat 7. Ich würde sagen, der ist immer noch ein Ticken besser als der hier. Lassen wir doch mal den Preis entscheiden. Wie viel wäre der wert? Gems. Der hätte direkt einen ganzen Orb of Augmentation. Und der hier? Einen halben. Ja, das ist, wäre mir auch so, ne? Ach, mein Hals ist heute echt ein bisschen angekratzt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich werde alt, merkt er, ne? So, das finde ich halt relativ unnötig. Hm. Nehmen wir das erstmal alles entgegen. Das ist unnötig. So. Hier wollten wir uns hier weiterentwickeln, ne? Armor, Armor. Damit wir uns ein bisschen verstärken. So. Exium Thunderguard. Okay. Prisoner's Gate. Tja, Mensch. Jetzt haben wir schon wieder so einen ollen Hexer. Ich wollte ja mal Dings ausprobieren, ne? Diesen Eiszauber. Nett. Nett. Würde ich drin lassen erstmal. So. Wo ist Brutus? Nicht auffindbar. Also mittlerweile werden wir echt zugeschissen mit diesem Spiel. Der Olle auch mal langsam wieder auftauchen. Wir haben schon wieder ein Level up gemacht. Aber sind wir denn nicht so weit, dass wir hier den ganz starken? Da haben wir den jetzt schon. Nee, ne? Genau. Apply. Das war nämlich von Anfang an mein. Das wollte ich haben. Jetzt bin ich um eine ganze Ecke stärker.
The Warden's Crutches. Explore the prison. Wir haben bisher... Wir sind immer noch am Prison. Und da sind Warden's Quarters. Das ist vielleicht schon wieder was ganz anderes. Ach ja. Statt dass da steht, wo genau im Prison... Vielleicht steht er ja auch Warden's Quarters oder so. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Stattdessen suche ich jetzt mir hier wieder einen Ast, bis ich wieder alles abgelaufen habe und es am Ende doch wieder nicht habe. Oder in der letzten Ecke ist Brutus versteckt. In der letzten Ecke. Der Endboss kann es ja gar nicht sein, sonst wird er ja nicht sich irgendwo verstecken hier. So, Nervensägen. Tja, ich würde mal sagen. Ich gehe in die Warden's Quarters. Wir können ja immer noch zurückkehren. Wenn wir den da oben nicht finden, aber ich wüsste gerade hier nicht, wo ich noch suchen soll. Das ist alles Prison. Das sieht hier nicht so lecker aus. An exile here. A shame the warden won't leave anything for me to examine. Make sure you tell our host quietly. Was? Hier ist jedenfalls das Quartier der Wärter. Müssen wir gegen die Olle kämpfen oder ist sie uns wohlgesonnen? Still the Kalrui Barbarians advance from the south. Lion-Eye is dead, his legion slaughtered. Should the need arise, we shall retreat through Prisoner's Gate, raising my barricade behind us. But our Lord Brutus nears readiness. Foul times demand heroism. The Warden will serve as our savior. May he crush the Karu into the sand with the mighty fists I shall gift to. Hier ist überall eine Blutspur, der wir gerade folgen. Ob das so gut ist, der zu folgen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich folge ihr trotzdem, weil ich schätze, dass sie mich zu Brutus führen wird. Brutus, Lord in Dingsbums, ja. Okay. Der hat zumindest schon mal ein bisschen was drauf. Okay, ich gehe erstmal in die Stadt zurück. Hui. I was never. Marsyas commanded the southernmost of the Eternal Legions, here at Lion-Eye's Watch. Why was he called Lion-Eye? Crazy fool had his left eye taken out and a golden hued gem put in its place. His head must have made quite a pretty adornment for King Gohan's belt. For some, death is welcomed with open arms. Did you end Brutus's suffering out of avarice or mercy? Only you know the answer to that one. The warden is finally free of his own prison. Well, since you're so bloody determined to cheat the britches off death, you'd better have this. And when they write the song about you, just be sure to mention that it was Tarkley who taught you everything you know. Charges at an enemy bashing the
Mhm. Okay, Cooldown-Time finde ich immer nicht so schön. Mana kostet 15, Mana kostet 10. To knock enemies back. Das ist halt so schön passiv, diese Fähigkeit. Da muss ich mich nicht drum kümmern, weißt du? Ist klar. Meh. Ich sag da nichts zu. So, erstmal hier alles identifizieren. Can I help? Oh, wer ist denn das da? Die Leuchtetruse da. Ach, Level 80. Mhm. Ich sag da mal nichts zu. Armor. Armor. Naja. Gucke ich gleich mal. Erstmal hauen wir das weg. Ist so. Das sind beides Einhänder, wa? Energy Shield, Chance to Block. Trick Spirit Shield. Nee, das geht nicht, weil das ist ein Schild quasi. Socket Fire Gems. Increase Spell Damage. Okay. Increased Armor, Fire Resistance. Lightning Resistance, Reflection. Ich wäre immer noch hierfür. Die ist ein bisschen besser. Aber wir bräuchten noch einen. Menno. Oder haben wir hier noch... Warte mal. Dich da rein. Dich da rein. Zack. Dann finde ich die Kappe ein bisschen besser. Und das ist... Nö. 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 Mhm. Mhm. So. Gib uns da mal ein bisschen was für. Bisschen ist gut. Gibt es eine ganze Menge. Für den Klumpatsch. So. Und wir sind wieder voll. Wunderbärchen. Travel to Prisoner's Gate. Das ist hier Prisoner's Gate. Und da gibt es dann noch eine. Noch ein Dings. Hier in Akt 1. Lass uns mal überraschen. Follow the Imperial's Road. Was ist das denn hier? Carrion Swarmer. Viehzeug. Nett. Nicht schlecht. Mal eine befestigte Straße. Huch, wie kommt das denn? So.
haben wir da? Gravomoil. Waren ja auch schon lange nicht mehr in der Stadt, ne? So. Wir haben echt gute Ringe. Maximum Life, Increased Fire Damage. Aha. New Spirit Shield. Nö. 13 bis 29. Das natürlich hab ich, ne? Ich bräuchte aber einen roten. So, das brauche ich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Den nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Den nicht. Auch nicht. Und ja, den würde ich schon gerne nehmen. Ja. Der ist schon besser einfach. Aber ich brauche noch einen roten. Cleave ist wichtig. Valiant oder Vigilion Strike. Added Fire Damage. Was kriegen wir so dafür? Da kriegen wir nur Dinge, die wir sowieso schon haben. Ja, ich muss das Schwert dann erstmal in eine Truhe packen. Bis wir wieder diese chromatischen Dinger finden, die da die Farben ändern. So. Mallet. Schweineviecher. Trunk. Ja, Mensch, ist ja voll die sichere Straße, ne? Was soll man dazu sagen? Jetzt ist mir auch langsam so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Was haben wir da oben? Warte mal, ich gucke mich hier erstmal ganz um, weil das hier noch einen Weg zur Seite auch noch führt. Und wenn, dann will ich hier schon vollständig durch und hier nicht nur so halb. Also wenn es hier noch einen Weg gibt, zusätzlichen. Nehmen wir den erstmal mit. Aber ja, ich muss schon sagen, es macht Spaß. Was ist da oben? Es macht Spaß und es ist durchaus gut, dass ich das Spiel auch nochmal gewuselt habe. Korallenamulett oder was ist das? So. Die Karte sieht man kaum, ne? Jetzt ja, da oben in der Ecke. Aber wenn ich dazu überblende, das ist so transparent. Da ist sowieso immer nichts drin. Oder ist das hier oben der Weg? Das ist natürlich genau die andere Seite, aber mal gucken. Ob wir hier wohin kommen. Guardian of the Mood.
nerviges Viehzeug. Toll, große Truhe, nichts drin. Ah, diese Viecher, ne? Komm her. So. Ich sag ja, in den Truhen ist immer nichts drin. Ich nehme mal da, The Burning Main ist. Hey. Im Anstürmen sind die echt ziemlich gefährlich. Resurrect at Checkpoint. Ach so, und das macht einem nichts. Has been slain. Ja, er wurde geschlachtet. Toll. Was freut natürlich. Verliert man da irgendwas von irgendwas? Keine Ahnung. Ich werde da jedenfalls noch mal runter. Jetzt sind wir hier wenigstens mal gestorben. Das geht doch nicht. Ich spiele ein Rollenspiel und sterbe hier nie. Kann man so nicht machen. So, ihr Kackviecher. So, du bist das Miststück hier. Swift Prowl, genau. Wir haben hier gegen zwei Elite-Dinger gekämpft und noch gegen diese komischen Wächter. Die lassen einen aber auch nicht in Ruhe hier alle. So. Nerv nicht. Gibt's auf Schnüss. Ich finde, die sollten mal ein bisschen weniger Sachen hier droppen lassen, aber dafür auch ein paar sinnvolle. Weil es ist ja oft nicht sehr sinnvoll. Eine Jabby sonst was kann ich da liegen lassen. Follow the Imperial's Road. Bin ich gerade nicht so dabei. Ich muss langsam mal aufs Klo. Nervenvieh. Okay, wir müssen in der Stadt. Das gibt's ja gar nicht. So. So viel Kram. Und wie gesagt, wie oft hat man da mal was Schönes drunter? Und ich glaube, jetzt werde ich mir doch auf Einhand und Schild, weil so langsam... Wir werden so mit Schilden zugeschissen und so... Oh, oder auch nicht. Mal gucken. Also... Der 21 bis 42. Wow. Ich würde mal sagen, ich bin wieder überzeugt hier. Dass das alles kap ist. Nö. Der ist zwar schick, aber die Waffe ist viel besser. So, Contagion. Probieren wir einfach mal aus. So. Und ich würde mal sagen, den Fireball, den verkaufen wir jetzt echt. Der ist, ja, 18 bis 27. Ist ein bisschen stärker als das mit dem Kältekram. Aber der ist halt zu ignite, ja. Ah, ich kann mich dann immer so schlecht entscheiden. Nö. Be careful. So.
war uns sehr lange ein guter Begleiter. Aber der Hammer wirkt jetzt auch echt Hammer, ne? So, Orb of Augmentation. Wir werden ja reich hier mit dieser Runde. So. Also mit dem Hammer dürfen wir jetzt echt... Ach, jetzt dürfen wir den Swoosh nicht mehr machen. Das geht nur mit Schwertern. Och, Menno. Jetzt machen wir zwar einen unheimlichen Schaden und killen die wieder alle One-Hit. Wir können keinen Swoosh mehr machen. Das geht nur mit Schwertern. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Deep Slam. Wir dürfen zwar alles andere machen. Hm. Ein bisschen ärgerlich ist das schon. Wir hauen jetzt einfach mal so doll rein, schon normal. Aber das wird jetzt alles halt ein bisschen mehr Zeit kosten. Naja, jetzt hat er endlich einen Hammer wie in der Vorschau. So. Ich würde gerne mal wieder hier unseren Händler treffen. War so langsam, ne? Ihr wisst, was ich meine. The Ship Graveyard. Habe ich das richtig gelesen? Graveyard, ja. Warum denn ein Schiffsfriedhof? The Ship's Graveyard. Mother of the Dead. Is this your land I walk upon? Und von hier aus geht's noch weiter, bevor wir nach Akt 2 düsen. Na Mensch, mal gut, ne? Mark Runner. So, jetzt wisst ihr, warum ich es scheiße finde, dass ich jetzt jeden einzeln verhauen muss. Deswegen. Ich kann da nicht mehr mit so vielen kämpfen. Das wird echt jetzt immer enger. Wie gesagt, die werden ja nicht schwächer, die Viecher. Und wenn ich denn mit jedem Einzelnen kämpfen muss... Ich hoffe, wir finden schnell ein gutes Schwert. Dann sehe ich schwarz. Mensch, mal gut, dass wir schon wieder überladen sind, ne? Wäre ja sonst langweilig. Boah, Leute... Dann halt nicht, weißt du? I cannot carry this. Waren ja auch schon 2 Sekunden nicht mehr in der Stadt. Mervel dwells in the caves beyond the wrecks, at the head of Siren's Cove. Leave her be, and we can only hope that she continues to return the favor. Mm-hmm. That graveyard of broken ships? Mervel's welcome that. And those poor, haunting souls among the wrecks? There's no happily ever after when you caught one of Mervel's brood. Okay. Hey. Meh. So, ich kann nur hoffen, dass wir bald ein super Zweihänderschwert wiederfinden.
dass ich hier wieder rumslashen kann. Empyrean Bane, Jade Hatchet. Aha. Nix Dolles bei. What little help I can offer is yours. Ich werde, glaube ich, auch gleich erstmal die Aufnahme beenden. Weil ich sehe, dass der Akt größer ist, als ich am Anfang gedacht habe. Und so langsam bin ich auch kaputt und leer. Ich nehme jetzt auch 4 Stunden auf. Sowas soll ja auch reichen. So, 200 Schwert. Der macht schon mal H13 bis 29. Das ist halt schon so ein Unterschied. Der ist jetzt sowieso, können wir sowieso wegtun. Hallo. Dann halt nicht. Hätte ja sein können. So. Takelage, hast du noch was zu erzählen? The Eternal Empire, Asimra. If you have to quench your curiosity about Mervale, go look at the corsairs that haunt the grave of ships. Like any mother, Mervale's got hungry mouths to feed. Das klingt ja ganz herzallerliebst. Das ist echt so ein Baum hier. Das ist doch übertrieben, oder nicht? Oder stelle ich mich an? Nun ja. Was ist mein nächstes Ziel, da ich mich mit dem Skillen hier noch gar nicht auskenne? Unravering Stance. Mhm. Element Resistance. Ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf reinhauen gehen. Melee Physical Damage. Machen wir einfach mal. Meine Lieben, eine Folge mache ich gleich noch. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Wir sind wieder bei 48 Minuten. Schön. Also bis morgen. Tüdelö.